Weil wenn was passiert, kann der andere auch direkt, oh nein, wir müssen auf die Mediums wechseln. Der andere kann so gesehen einen Stopp machen ohne Reifenwechsel. Nur tanken. Das wäre nicht verkehrt. Ich weiß nicht, ich gucke immer auf die Autos von Predator. Ich bin so auf diese Farben fixiert von denen. Aber die werden sich nie ändern, ne? Die werden immer so aussehen, wie sie aussehen. Aber traurig. Ja, mal schauen. Vielleicht ziehen wir auch die fünf. Wenn es viel zu schnell geht, ziehe ich die fünfte Staffel auch mit Predator nochmal nach. Mal gucken, wie weit die eigentlich kommen, wenn man nicht mit irgendwie da drin ist. Und Gomez schafft es innerhalb von einer Runde fast auf den letzten Platz. Er war kurzzeitig letzter und wird jetzt auch letzter sein. Ah, er wehrt sich noch. Gomez, jawohl, du schaffst das. Halt Anthony, ne, Antonov nicht hinter dir. Warum auch? Ist eine schlechte Nacht. Sowas macht man nicht. Aber dafür, dass Anthony die Softreifen drauf hat, ist das nicht gerade die beste Leistung, die er da macht. Aber naja, wie gesagt, München ist eher die Strecke, wo Predator stärker ist. Vor allem da die Strategie von denen eher dazu passt. Weil man kann hier definitiv halt, man muss eine Zwei-Stopp-Strategie machen wegen dem Sprit. Aber viel bringt es nicht. Auch wenn man gleich beim Gomez halt nur tankt, es bringt nicht so viel. Muss man so sagen, leider. Aber ich würde mich freuen, wenn Santa Anna und Evans so einen Tick schneller zurückkämen. Das wäre ein kleiner, schöner Vorteil für uns. Ne, weil momentan hält Santa Anna da richtig gut mit. Auf Platz 4. Ne, also sie fährt auf Softreifen, hat schon extrem viel Reifverbrauch. Evans noch ein Tick extremer. Bin mal gespannt. Also wenn die auf Mediums wechseln nach dem Stopp, machen die Zweierstopp-Strategie. Wenn sie auf Soft wechseln, könnte es vielleicht eine Dreistopp-Strategie werden. Kommt an, ob ein Safety-Car kommt oder nicht. Wichtig wäre es, so kurz vor der ersten zu überrundeten Safety-Car. Das wäre richtig nice. Dann könnten wir nämlich den kompletten Vorsprung einholen und die Leute, die schon überrundet sind, fallen nach hinten. Aber man muss sagen, Evans fährt extrem langsam. Wir können da einigermaßen mithalten. Und Santa Anna fällt auch immer weiter zurück. Das ist ein positives Zeichen. Aber 10%. Boah, ich bin mal gespannt. Ich bin halt auch am Überlegen, mal so gesehen keine Staffel daraus zu machen. Aber am Ende wird es halt so gesehen eine Staffel, aber keine, die halt wirklich da reinläuft, die Erfolgsding, sondern so gesehen versuchen, Steinmann, weil es in dem Moment definitiv das stärkste Team ist, ganz rund zu packen. In die European Racing Teams und da letzter zu werden, ohne entlastet zu werden. Ist natürlich möglich, indem man sagt immer, okay, wir werden halt Dritter in der Meisterschaft oder Fünfter, dann ist der Job sicher. Dann kannst du auch Scheiße so gesehen im Sagen und Schreibe so gesehen, kannst halt Schwachsinn bauen, ne, schlechte Ergebnisse einfach und trotzdem nicht gekündigt werden. Man hat das Auto nicht ausbauen, immer schlechter werden, irgendwann steigt man dann ab. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man absteigt, ob man rausgeschmissen wird, automatisch. Ich weiß es nicht. Also ich habe es noch nie gehabt, dass ich gefeuert worden bin. Geschweige denn, dass ich abgestiegen bin. Ich bin immer noch aufgestiegen. Naja, viel passiert nicht in dem Rennen, ne? Aber Predator hat jetzt ihre Position angenommen. Und die haben schon ordentlich Reifen verbraucht. Also bei Anthony könnten wir es eine easy Strategie machen. Was halt aber schwierig ist. Wenn wir wirklich immer in der 15. Runde reinkämen. Also so gesehen ja möglich ist, muss man ja sagen. Kann man 15-15-15 fahren. Oder 15-15-13. Eine Strategie. Problem ist, man kommt in die Nähe von den Ersten. Die einen überrunden. Das kostet extrem Zeit. Ist schlecht. Deswegen eher so lang fahren wie möglich. Bei Gomez ist auch natürlich auch die Frage, wie lang halten die Reifen? Wenn wir jetzt ein Drittel Reifen bei 12 Runden, sagen wir 11 Runden. Wenn wir den wirklich reinholen und nur Sprit
nachtanken, werden die Reifen danach nicht so lang halten. Aber wir müssen halt so gesehen so weit fahren, dass wir dann 18 Runden Restzeit haben. Also einen kleinen Splash und Dashboard-Stopp reinschieben. Nachteil ist, dass die ersten wieder so nah dran sind und überrunden. Das kann man machen, wenn man ein bisschen weiter nach vorne ist. Also um Platz 9, 10 kämpft. Dann ist man so schnell, dass man die ersten einen nicht direkt überrunden, wenn man da sowas macht. Boah, das ist echt schwierig. Aber wir schauen mal. Also ich wundere mich, dass wir eigentlich relativ gut schon mitkommen mit Predator. Elbert kommt vermutlich Ende der Runde oder mindestens Ende der nächsten Runde rein. Kavanchanti ist schon enttäuschend, fährt von der Pole weg und der bekriegt sich da ein bisschen mit Bergjump. Aber die müssen bald in die Box kommen. Das heißt, diese 15er-Strategie könnte für Anthony genau aufgehen. Machen wir auch. Klack, klack, nachtanken. Er fährt die vier Runden noch, dann haben wir am Ende auch diesen kurzen Bockenstopp und nachtanken. Oh, das könnte natürlich auch gehen. Wir haben noch vier Runden. Das heißt, vermutlich könnte Gomez 19 Runden fahren. So, wir schauen mal. Evans repariert schon. Das heißt, vermutlich könnten wir an den vorbeiziehen. Natürlich nicht. Nein! Ah, es fackelt uns ab. Anthony ist vermutlich raus. Entlassen. Okay. Anthony ist ausgeschieden. Lief nicht so gut, um ehrlich zu sein. Aber na gut. Einen Punkt haben wir schon mal sicher. Aber wir schauen mal. So gesehen, Gomez kann noch ein paar Runden fahren. Das ist krass. Hab ich noch nie erlebt. Also okay mit dir, Anthony. Keine Verbrennungen oder so. Hat das Team gute Leistung gemacht. Und die anderen kriegen langsam Probleme mit dem Sprit. Wir haben noch knappe zwei Runden Sprit an Bord. Umso länger wir ziehen, umso besser. Die anderen fahren jetzt alle auf Soft, auf den Super Soft. 19 Runden. Danach gehen wir auf die Mediums nochmal. Und am Ende gibt es dann vielleicht ein bisschen nachdanken. Das könnte es vielleicht sein. Aber ich weiß nicht, wie der Sprit aussieht. Der Sprit ist mega knapp. Aber ich glaube schon, dass das reichen wird. Neue Mediums. Neue auftanken. Bremsen reparieren. Jo, passt. Sprit sparen. Na, wir schauen mal. Wie gesagt, er fährt auf Platz 6 rum. Santa Anna und Evans auf Platz 18 und 19. Ja, wir machen danach nur einen kleinen Splash and Dash. Am Ende nur einen Splash and Dash. Kein Reifenwechsel, nur ein bisschen nachtanken. Da kann ja extrem viel schief gehen. Das ist mir bewusst. Er kommt in die Box genau mit 0 Liter Sprit. Komm, Daumen drücken, dass wir jetzt keine Verbrennungen haben. Sehr gut. Ja, wir sind noch relativ nah dran an denen. Das ist natürlich übel, dass wir jetzt dann wirklich nur einen Punkt haben bei Anthony. Aber wir schauen mal. Es dauert was, bis Becher bei uns bekommt. Es kann sogar sein, dass wir uns so lange rausholen können, dass die genau in die Box gehen, wenn die uns überrunden werden. Das wäre natürlich ein mega Vorteil. Aufsehen können wir leider auch nicht, weil es dafür das Getriebe zu kaputt ist. Das heißt, wir müssen Getriebe definitiv noch irgendwie die nötigen Prozente rausknallen, damit wir da ein bisschen aufsehen können. Weil die drehen eigentlich fast das ganze Rennen über, fast gerade am Anfang auf. Deswegen will ich auch relativ schnell sagen, hier, wir brauchen keinen Sprit. Danach danken. Ist natürlich manchmal sehr interessant, die ganze Strategien, die wir jetzt hier auch sagen, okay, wir fahren mit diesem Reifensatz jetzt durch, tanken nur nach, was uns extrem viel Zeit spart. Und können natürlich vielleicht ein paar Plätze nach vorne. Aber im Nachhinein, ja, sonst könnten wir auch nur eine Shop-Strategie machen, weil wir nur Medium-Medium fahren. Ne? Das heißt, so gesehen würden wir uns einen zweiten Shop sogar sparen. Na, wir haben nicht so viel Vorsprung. Knapper erster Sektor. Mal schauen, wie lange das ziehen können, bis die anderen uns da überrunden. Aber es dauert auch nicht so lange, bis Santa Anna und auch Evans überrundet werden.
Und ich glaube, diese Reifen werden nicht reichen bis zum Ende. Dafür waren die zu früh drin. Natürlich, ein Safety Car wäre jetzt natürlich richtig übel. Obwohl. Wir würden halt tanken. Voll tanken, das würde reichen. 19 Runden erreichen wir ja. Die kommen immer näher. Aber egal, was wir machen. Wenn wir jetzt in die Box kommen, kommen wir genau zwischen Platz 7, 8 raus, die uns dann auch überrunden und dann fahren wir immer weiter zurück. Deswegen so lange rauszögern, wie es nur geht. Mit der Überrundung. Aber wenn wir halt nur tanken, das könnte richtig nice sein. Aber wir verlieren pro Runde 3 Sekunden. Das heißt, zum Glück dauert es noch ein bisschen, bis wir uns haben. Puh. Also Evans ist jetzt nicht sonderlich viel schneller als wir. Wenn der gerade sogar am Gas geben ist, dann müssen wir schauen mal. Natürlich richtig unnötig, dass wir bei Anthony jetzt neue Reifen draufgepackt haben. Aber na gut. Wieder 3 Sekunden verloren. Nächstes Mal sind wir dann bei 79. Ist klar, ich könnte Gas geben, ne? Machen wir, komm. Wir machen es ein bisschen, umso länger wir das rauszögern können mit der Überrundung, umso besser. Und wie gesagt, die werden bald reinkommen. Und gleich können wir auch aufholen auf Evans. Und die Reifen würde ich ungern jetzt beanspruchen, weil ansonsten reicht das nicht. Ich bin immer noch überzeugt von der Strategie. Oh, wir verlieren nicht mehr so viel Zeit auf den ersten. Ich muss auch sagen, dass die Reifen auch langsam K.O. Ist die Frage, wann kommt der rein? Ich hoffe bald. Also 9 Runden, keine Ahnung, wann wir auch reinkommen. Wir werden auf jeden Fall nicht so lang tanken. Weil wir sparen uns ja so gesehen die Reifen. Muss man viel Reifenwechselzeit beanspruchen mit tanken? Ja. Also Reifenwechsel, wir können 3 Sekunden sehr wahrscheinlich aufholen. Das wäre doch was. Komm schon. Becher fein in die Box. Überrunde uns nicht. Weil ich sehe es jetzt schon, dass der uns überrundet und den Evans nicht erwischt. Und dann ist von der Strecke abgekommen. Ich sehe es schon kommen. Das wird richtig übel. Wir kriegen gleich die blaue Flagge. Und danach geht er erst in die, danach geht er direkt so eine Runde später in die Box. So dass der den Evans nicht erwischt. Ja, war klar. Ich sehe es, wie gesagt, ich sehe es schon kommen. Ja, man sieht schon. Die beiden in der Boxengasse. Der wird ihn nicht bekommen. Aber vielleicht haben wir Glück. Und werden halt nicht von den anderen überrundet noch. Nur ein Fahrzeug geht noch klar. Ja, wie gesagt, es war klar. Aber jetzt müssen wir halt so gesehen durchziehen. Komm schon. Du schaffst das. Triebe, Frontflügel. Irgendwas müssen wir reparieren, wahrscheinlich. Komm schon, geht in die Box, verdammt. Beide Projekte in der Box. Alle gehen in die Box, perfekt. Wir hatten, so mehr wir das jetzt rauszögern können, umso besser. Evans mit Reparaturstopp. Das ist schon mal richtig nice. Da kann sein, dass die nicht überrundet werden jetzt. Vom Blatt von Bechem. Und wir landen genau, natürlich, wir landen dann mittendrin. Weil der Wagen ist jetzt leicht. Damit ist man schneller. Warum soll ich jetzt reinkommen und tanken? Ich doch nicht so schlau. Aber okay, Evans ist raus. Ne? Die waren gleichzeitig in der Box. Das war ein mega Fehler von denen. Reparieren. Wir können was reparieren, aber die Frage ist, was passt zeitlich da rein? Obwohl, ich will eigentlich gar nicht, weil 3 Sekunden. Ich weiß nicht, ob wir die. Ich weiß nicht, ob wir Santa Ana einholen können. Evans kriegen wir auf jeden Fall, aber wie gesagt, jetzt wird Santa Ana überrundet. Das ist gut.
27% Getriebe, reicht. Zwei Runden können wir noch. So, Santana wieder überrundet. Das könnte uns in die Karten spielen, dass sie gerade überrundet werden. Wir sind ja so... Oh, Santana in der Box. Das läuft dann noch besser für uns. So, Boxenstopp. Fünf Runden. Wir sind überrundet. Nach der Runde haben wir noch sechs Runden. Für uns sind es auch noch sechs Runden. Na komm, wir tanken mal. Okay, wir können den Flügel reparieren. Aufhängen dauert zu lange. Wir können den Flügel reparieren. Da kann aber was schieflaufen jetzt, ne? Da kann jetzt was schieflaufen. Komm, wir riskieren es. Nur tanken. Daumen drücken, dass es nur tanken. 8 Sekunden, Stopp. Wir kommen zwar nicht richtig dran, aber wir werden auch so gesehen, ich weiß nicht, wo wir landen. Vielleicht landen wir auf Platz 6 so rum. Also wir könnten wieder vor beiden Predators landen und punktgleich sein mit denen, weil halt Anthony raus ist. Daumen drücken, dass wir keine Verbrennung dahin. Warum wird der Wagen eigentlich hochgehoben dafür? Kompletter Quatsch. Wir sind wieder vor beiden, aber wir machen halt Punkt gleich. Wir holen keinen Punkt weg, bleiben die drei Punkte davor. Ja, lass uns vorbei. Jetzt hast du Ruhe. Und wenn einer noch ausfällt, haben wir auch unsere 75.000. Das ist schade. Weil ich glaube, Anthony hätte vielleicht auch Santa Ana schlagen können. Vielleicht auch Evans. Aber erstmal abwarten. Es gibt sicher hier einige Fahrer, die ein Zeichen haben, dass der Wagen kurz davor ist, kaputt zu gehen. Komplett. Das weiß man ja nie. Ah, ich weiß, dass einige Teile instabil aussehen. Wie zum Beispiel das Getriebe, der Heckflügel, der Frontflügel und ja, die Aufhängung. Noch zwei Runden danach. Ich hoffe es immer noch, dass einer von den vorderen Leuten irgendwie ausfällt. Nachteil wäre es natürlich, wenn jetzt der erste Platz ausfällt. Dann haben wir nichts davon. Es müsste eigentlich schon einer sein, der bei uns mitten in einer Runde ist. Das ist eigentlich nur so gesehen Platz 16. Und ich glaube, der hat einen Reparatur schon längst hinter sich. Der hat kein Zeichen. War klar. Der Tang oder Teng oder wie auch immer das man nennen wird. Von der Anna kommt überhaupt nicht mit der Strecke klar. Die ist schon mehrmals jetzt von der Strecke abgekommen. Ja, wir werden auch von Platz 7 gerundet. Platz 8, glaube ich, ja weniger. Wir verbessert gewinnt. Der schiebt sich direkt mal auf Platz 3 der Fahrradtabelle. Schaut sehr weit hinten. Kaum was kann Teng hinter sich noch halten. Backup gewinnt vor Arbeloa, Calamachanti, Savado, ja, Edda, Gerard, Machetta. Kommt hinter uns hier. Jawohl, aber eine Runde vor uns. Egal, Platz 17 bin ich zufrieden. Ne, zwar, ich sag's immer noch, das wird die ganze Saison so vermutlich sein. Und vielleicht die nächste Saison. Mit Platz 17 ist man eigentlich nicht zufrieden. Da kann man nicht zufrieden sein, aber ich bin es. Muss ich sagen. Ich bin da mehr als zufrieden mit. Wo ich am meisten aber Angst vor habe, ist der sehr wahrscheinlich, dass uns die Mechaniker verlassen. Nach den 3 Jahren. Weil ich glaube nicht, dass wir in den 3 Jahren so weit sind, dass wir aufsteigen können. Das glaube ich nicht. Und es gibt keine Strafen. Das kann natürlich auch noch sein. Ausgeschieden. Feuer. Ausgeschieden. Feuer. Okay. Wie viel Rückstand hattest du? Ja, ausgeschieden. Feuer. Garuda führt vor Eastwood und Firebird. Das ist dann wieder der typische Dreikampf. Also wir haben insgesamt einen Dreikampf um Platz 1. Dann haben wir ungefähr so einen Dreikampf 4, eigentlich eher einen Dreikampf um Platz 4, dann einen Zweikampf um Platz 7 und einen Zweikampf um Platz 9. Eigentlich ist es anders, weil ZRT eigentlich ja mit um Platz 7 noch kämpft. Eigentlich, aber die sind ja, die gibt's nicht. Ich habe nie was von ZRT gehört. Ich weiß nicht, wer das behauptet hat.
Aber ja, es kommen irgendwann Rennen, wo wir nicht mehr so stark sein werden. Also wo wir Vorteile haben werden. Und du bist ja wahrscheinlich verbrannt, ne? Traumatisiert! Für 6 Wochen! Die Flammen! Punkt, Punkt, Punkt. Die Flammen! Ausrufezeichen. Ja, okay, ich kann auch verstehen, dass man dann drin traumatisiert ist. Kann man definitiv, also Respekt wie Leute, die das von sich aus machen. Aber naja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr in meiner dabei seid, wo wir vielleicht was mit der Strategie machen können wieder. Ich hoffe es zumindest, dass wir vielleicht mal ein bisschen sagen, okay, wir sparen extrem viel Sprit, damit wir halt nur einen Job machen können, aber das werden wir sehen. In der Kurzfassung ist das möglich, bei der Langfassung eher wahrscheinlich auch nicht. Also von daher, wir werden es sehen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.